Das hier ist mein Dankbarkeitstagebuch und es ist ein wichtiges Puzzleteil für meine Zufriedenheit. Einigen geht es auf meinem Kanal zu negativ zu. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass viele glauben, dass jedes negative Gefühl, das ich beschreibe, gleich mein komplettes Leben bestimmt. Aber ich habe einen festen sozialen Kreis, ich spüre Freude, fühle mich gesund und ich glaube auch daran, dass noch gute Dinge passieren werden. Also lohnt es sich vielleicht mal, diesen einen Faktor zu beleuchten, der eben seinen Anteil daran hat, dass ich klarkomme, obwohl ich viele Probleme sehe und benenne und hier auch bespreche. Denn unter Umständen geht es euch mit Dankbarkeit auch besser. Okay, erst einmal wollen wir klarstellen, ich habe hier das Rad nicht neu erfunden. Dankbarkeit ist über Jahrtausende und über verschiedene Kulturen und Religionen hinweg ein Thema gewesen. Typischerweise kommen drei verschiedene Methoden zum Vorschein. Dankbarkeit als Teil eines Rituals, in Krisensituationen oder als Alltagsbegleiter. Nur in Krisen dankbar zu sein, das kennen wohl viele Menschen. Man sieht Krieg im Fernsehen und denkt oder sagt sogar, Gott sei Dank geht es uns hier besser. Oder aber man durchlebt eine gesundheitliche Krise, kommt mit dem Leben davon und fühlt sich erleichtert. Wie du schon merkst, es geht also um Dankbarkeit dafür, was man hat. Nicht darum, anderen Menschen tatsächlich Danke zu sagen. Obwohl ich schon darum bitten würde, dass du mal Danke sagst, wenn du es durch eine gesundheitliche Krise mit Hilfe anderer geschafft hast. Und generell ist Dankbarkeit auszusprechen nicht falsch. Rituelle Dankbarkeit ist zum Beispiel das Gebet vor einer Mahlzeit. Aber auch regelmäßige Meditation oder ein fester Tagebucheintrag können darunter fallen. Dankbarkeit ist dann ein fester Bestandteil des Lebens, so wie Zähneputzen oder über die Deutsche Bahn zu meckern. Der Vorteil ist natürlich, dass man nicht drumherum kommt. Egal wie das Leben läuft oder wie die Welt aussieht, Dankbarkeit kann den Ausgleich zum Stress und Unglück bieten oder auch Glück betonen. Diese Art der Dankbarkeit, wer hätte es nur erwarten können, wurde auch von Social Media schon aufgegriffen. Es gibt da den einen oder anderen Positivitätskult, da wird das manchmal auf die Spitze getrieben. Ich glaube, deshalb hat mich das auch eine Weile abgeschreckt. Helle Farben, überschwänglicher Redestil, Begeisterung und immer ein Coaching zur Hand. Das ist jetzt nichts, was jemand anzieht, der viel Schwarz trägt und den Kollaps der Gesellschaft in den nächsten 10 Jahren erwartet. Also habe ich einen Umweg genommen. Dieses kleine Büchlein und völlige Planlosigkeit. Das heißt, manchmal schreibe ich tagelang nichts rein und manchmal 5-mal am Tag. Ich fühle mich nicht gezwungen, was zu finden, was gerade gut ist. Was nicht heißt, dass das nicht funktionieren kann. Manch einer fährt gut damit, sich wirklich was zu suchen, was schön ist. Aber ich persönlich will daraus keinen Trend machen und auch keine Wissenschaft. Ich will nur, dass ich nicht vergesse, was in meinem Leben gut ist. Denn wenn ich viel über die Welt und mein Leben nachdenke, ist es oft leichter, auf die rot blinkenden Warnsignale zu achten und nicht auf die sanft leuchtenden Schönheiten des Hier und Jetzt. Auf gar keinen Fall möchte ich in Toxic Positivity abdriften, also toxischen Optimismus. Ja, sowas gibt's wirklich. Viele Menschen verdrängen einfach alle schlechten Erfahrungen und Zustände. Das könnte ich nie. Ich kann und will mich nicht so belügen. Und vor allem will ich anderen ihre negativen Gefühle nicht absprechen. Das passiert nämlich gerne mal, wenn man alles immer rosarot sieht. Man sagt anderen, es wäre doch so leicht, glücklich zu sein. Einfach positiv denken, dann sind all die Probleme weg. Einige dieser toxisch positiven Menschen bringen es fertig, einem Krebspatienten ins Gesicht zu sagen, dass er oder sie wegen der Erkrankung nicht traurig oder wütend sein dürfte. Nur Optimismus ist erlaubt, auch wenn man in einem brennenden Haus sitzt und keine Ausgänge sieht. Diese Menschen sind nicht besser darin, mit der Welt klarzukommen. Sie leben in einer Fantasiewelt, in der niemals was Schlimmes passiert und sie somit auch niemals Verantwortung übernehmen müssen. Da kommt mir dann immer ein bisschen das Frühstück hoch. Wir haben zum einen genetische Unterschiede und ganz unterschiedliche Erfahrungen in der höchst relevanten Kindheit gemacht. Ein und derselbe Tipp wird also nicht für alle funktionieren. Und jemanden dafür auszulachen, dass er die Welt betrachtet und die Probleme sieht, die da sind, ist, ja, keine Ahnung, eigentlich schon eine besondere Form der Grausamkeit. In jeder Situation auch was Gutes sehen zu wollen, ist total okay. Das ist sogar was, was ich bewundere. Aber die Situation einfach als gut zu bezeichnen, obwohl sie es nicht ist. Mit solchen Menschen ist es meiner Meinung nach genauso schwer, ein Gespräch zu führen, wie mit den Menschen, die immer alles schlimm und furchtbar finden. Also fühle ich mich auch nicht gut oder dankbar, wenn ich mir gerade den kleinen Zeh gestoßen habe. Ich bin sauer.
Vor allem auf den Menschen, der in meine Wohnung geschlichen ist und den Türrahmen einen halben Zentimeter verschoben hat. Anders lässt es sich ja nicht erklären, warum ich nach Jahren erstmals dagegen laufe. Wenn es mir mal nicht gut geht, dann muss ich nicht so tun, als wäre alles gut. Negative Gefühle sind Teil des Lebens. Wut, Angst, Trauer, Verzweiflung. Klar sollten wir uns in nichts davon verlieren. Aber wer diese Emotionen abblockt, der lernt auch nie, damit umzugehen. Früher oder später fällt uns das immer auf die Füße. Dankbarkeit ist keine Lösung, sie ist ein ausgleichendes Element für mich. Wenn die Last der Welt steigt, dann kann Dankbarkeit das Gegengewicht sein. Deshalb ordne ich jetzt aber nicht einer schlechten Sache einen dankbaren Moment zu. Wie gesagt, ich will und darf meine negativen Gefühle haben und rauslassen. Aber in guten oder vor allem in völlig neutralen Momenten einfach mal innezuhalten und einen kleinen, aber feinen Moment einzufangen, das hilft irgendwie. Zu meinen Top-Momenten für Dankbarkeit gehört, dass meine Frühstückseier von glücklichen Hühnern stammen und gut schmecken. Sonnenuntergänge sind auch immer eine Gelegenheit, mal durchzuatmen und festzustellen, ich bin gerade gesund, meinen Liebsten geht es gut, eigentlich alles okay. Das Wichtigste an der Dankbarkeit ist für mich, dass sie mich dorthin zurückholt, wo ich Kontrolle spüre. Denn Weltschmerz, den ich im Video zur Hoffnungslosigkeit behandelt habe, der ist oft schwer greifbar. Deshalb wurde der Begriff ja überhaupt geschaffen, um eben dieses diffuse Gefühl einzufangen, das wir spüren, wenn wir uns selbst und die Welt als fehlbar und unzulänglich begreifen. Da geht es dann darum, wie weit wir als Menschheit sein könnten, wenn es um die Themen Gesundheit oder auch Zufriedenheit geht. Und wie miserabel wir daran scheitern. Oder es sind eben die vielen bewaffneten Konflikte, die Krankheiten, Streit, Zukunftsängste. All das ist für uns nicht unmittelbar zu klären und manchmal, leider, müssen wir sogar zugeben, dass wir keinerlei Kontrolle haben und dass es unter Umständen nie wieder besser werden wird. Du wirst Inflation nicht beenden. Und ich werde Kriege nicht verhindern und wir werden nicht aufhalten, was die Superreichen da gerade mit künstlicher Intelligenz vorhaben. Aber wir können dankbar sein für eine gute Mahlzeit. Wir können dann häufiger diese Mahlzeit essen. Wir können froh sein über die Zeit mit Freunden und dafür sorgen, dass wir bald wieder mehr gemeinsame Zeit verbringen. Ich glaube nicht, dass jeder so ein Büchlein haben muss, aber ich weiß, für mich ist es wichtig. Denn ich empfinde schon seit vielen Jahren Dankbarkeit. Aber in viel zu großen Abständen, weil Achtsamkeit für sowas nun mal wichtig ist. Wir müssen präsent sein und genau hinschauen und etwas wirken lassen. Und in unserer schnelllebigen, hektischen und blinkenden Neuzeit passiert das nicht einfach nebenbei. Tatsächlich habe ich da mal eine Sache von den vielen Haustieren übernommen, die mein Leben begleitet haben. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich ganz tief einatme und lange und schnaufend ausatme. So ein Atemzug, der den ganzen Körper zu verlassen scheint. Das ist dann mein Zeichen gewesen, dass ich zu viel anstaue. Das Büchlein hilft, weil ich eben kurz innehalten und schreiben muss. Und wenn das Buch eh schon auf ist, finde ich doch glatt noch eine zweite Sache. Anstatt alle paar Tage oder Wochen mal einen Durchatmen-Moment zu haben, sammle ich jetzt viele kleine Momente. Ich weiß nicht so recht, ob es mir gelingt, das alles in Worte zu fassen, die für andere verständlich sind. Vielleicht kann auch der eine oder andere wirklich nicht verstehen, wie ich sagen kann, dass ich nicht unglücklich bin, während ich gleichzeitig glaube, dass die Menschheit vor die Hunde geht. Aber bei mir klappt das halt irgendwie. Mal mehr, mal weniger gut. Es gibt Zeiten, da klappt alles und ich lasse schlechte Nachrichten nicht so wirklich an mich heran. Und dann gibt es Zeiten, da klappt nichts und schlechte Nachrichten treten nach, wenn ich schon am Boden liege. Für mich ist das einfach das Leben. Und ich mache das alles relativ unbetäubt durch. Wer schon länger dabei ist, der weiß, dass ich immer mal wieder darauf hinweise, dass viele, viele Menschen ohne Fastfood, Alkohol, Zigaretten, TikTok, Drama oder Hass gar nicht durch das Leben durchkommen. Und ich verstehe, warum. Aber zur Wahrheit gehört dann eben auch, dass ich eigentlich ganz stolz darauf bin, dass ich weniger und weniger auf solche Betäubungsmaßnahmen zurückgreife. Und wenn dann einer meinen Lebensweg sieht, ob hier auf YouTube oder Angesicht zu Angesicht, und meint, ich wäre depressiv oder komisch oder würde zu viel jammern, naja, der soll mir erst einmal zeigen, wie er ehrlich mit sich selbst ist und wie ungeschönt er wirklich das Leben betrachtet und auch mitmacht. Dankbarkeit ist kein Allheilmittel und wird die Welt auch nicht verändern.
aber muss sie eben auch nicht. Es reicht, wenn sie dein Leben ein wenig verändert. Ob du nun eigentlich findest, dass es mit der Welt ganz gut läuft oder Sorgen hast oder sogar unter Depressionen leidest, Schaden tut Dankbarkeit auf keinen Fall. Sollte jetzt jemand von euch ein kleines Dankbarkeitsbüchlein anlegen oder schon eines haben, könnt ihr mir das gerne auf Instagram schicken oder hier eure Erfahrungen teilen. Natürlich freue ich mich auch über andere Methoden, um mit Weltschmerz umzugehen.